Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2013 auf der Jagd nach den letzten, Windspielen. Ich habe mir gerade nochmal im Video angeguckt, wie die jetzt auszusehen haben und ich habe mir so einen kleinen Weg angeguckt, wie man den am besten gehen sollte. Jetzt muss ich nur mal eben kurz gucken, dass ich jetzt noch einen Anhaltspunkt finde, wie man das am besten macht. Ich gehe nochmal hier zurück. Und zwar sollte ich mir als Ausgangspunkt mal so einen See nehmen, sag ich mal. Irgendwo hieß das, war das diese Lichtung hier? Das ist kein See. Ich will kurz auf die Karte gucken, weil ich weiß ungefähr, wo er war. Ich muss, glaube ich, ungefähr da so hin. Das heißt, ein bisschen mehr nach oben. Genau, das war dieses Tal. Das sind so drei Stück, die man nacheinander ganz gut abklappern kann. Nur muss man halt erstmal so eine Ausgangsposition haben. Oh, das ist auch ein Strauch. Guck mal. Auch den haben wir nicht eingesammelt. So. Hängt das da? Nee. Ich glaube tatsächlich, dass da an dem Felsen eins hing. Wo stehe ich jetzt genau? Ich muss noch mal kurz auf die Karte gucken. Tut mir leid, Leute. Eigentlich müsste ich... Nee. Irgendwie bin ich hier noch nicht so ganz richtig. Ach ja, das ist wieder der Vorführeffekt. Ich hätte natürlich auch mal eben offscreen gucken können, fällt mir gerade ein, ne? Und dann euch das einfach das Ergebnis präsentieren. So weit hat der Alex nicht gedacht. Wie viel habe ich eigentlich insgesamt? Muss ich gleich mal eben gucken. Hier ist Wasser, das ist schon mal gut. So. Und ich glaube, dass das schon mal nicht so verkehrt ist, wenn wir hier in dem Wasserbereich sind. Moment. Ich muss zum Ausgangsbereich der Hütte, glaube ich. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Hi! Du schon wieder. Ich bin der Meinung, wir haben in dem anderen Bereich noch nicht so viel verbaselt. Genau, dann ist er hier runtergesprungen und dann geht es in diese Richtung weiter, hat er gesagt. Genau. So, jetzt bin ich, glaube ich, wieder auf dem richtigen Dampfer. So, wir gehen hier weiter und dann kommen wir irgendwann an so einen... Ja, so eine kleine Lichtung, sag ich mal. Die müsste eigentlich hier irgendwo gleich kommen. Ich gucke jetzt auf die Karte. Ein bisschen weiter rechts eigentlich. Oder links. Scheiße. Ich glaube hier so. Ach du Scheiße, du. Ja, wieder hier. An dem Felsen hing eins. Bin ich der Meinung. Und das haben wir abgeschossen. Und dann ist er hier weitergerannt. So ein Stückchen. Und dann hing eins auch wieder an einem Felsen. Immer so ein bisschen links halten. Ich glaube, da hing das zweite. Nee, da hängt's. Hahaha. So. Und dann ist er halt weitergelaufen. Und immer so ein bisschen rechts halten, sagt er. Links halten, Entschuldigung. Immer schon links halten. Und dann kommt man... Na, ich glaube, ich bin zu weit rechts gelaufen. Da, das haben wir auch eingesammelt. Da hing eins. Das heißt, wir haben hier im unteren Bereich alle? Echt jetzt? Ich bezweifle es ein wenig. Kann aber sein. Das erste habe ich ja wohl eingesammelt, ne? Also ich meine, das da oben beim Lagerfeuer. Dann war es das tatsächlich, glaube ich. Okay, dann... Aber ich dachte, ich hätte noch ein paar gefunden im zweiten Bereich. Weil es fehlen jetzt ja immer noch einige, ne? Trotzdem will ich jetzt mal eben zurück, weil wir müssen ja eh zum Lagerfeuer wieder hin. Und, da ich ja weiß... Also eigentlich müssten wir jetzt hier alle haben. So wie ich das von ihm gerade gesehen habe. Tadap. Dann gehen wir nämlich jetzt hier wieder zurück. Ich könnte mal eben kontrollieren, ob ich das da am Anfang habe. Aber ich meine, ich habe das. Weil das ist mir gleich als erstes aufgefallen. Wenn man nämlich hier zurückgeht, sieht man nur noch eins schweben in der Luft. Aber das ist, glaube ich, das allererste, was ich abgeknallt hatte. Halt. Zwar müsste das... Genau, das... Nee! Das habe ich nicht. Okay. So. Dann müssten wir jetzt aber hier genug haben. Es sind in jedem Bereich 5 Stück. Eins hatte ich hier damals und ich glaube, ich habe jetzt hier 4 gefunden. Dann reisen wir jetzt mal in den anderen Bereich. Aber ich dachte, hätte ich alle gehabt.
Na gut, dann reisen wir in den zweiten Küstengebiet, Dingsbummens. Da ist eins auch ziemlich mies, nämlich unter so einer Brücke. Also an der Brücke, unter der Brücke, also das sind ein paar Stück, ja. Aber ich dachte, ich hätte da alle gefunden. Wenn mir jetzt gleich eins fehlt, dann würde ich es wahrscheinlich dann wirklich rausschneiden und dann offscreen suchen, weil ich dann echt nicht weiß, welcher mir fehlt. So, hier sind wir. Der erste ist, wenn wir hier langkommen, sagt er, links an der Brücke vorbei. Ich würde euch auch gerne den Kanal empfehlen, aber ich habe leider vergessen, wie er hieß. So, hier ist die Brücke, da ist er links dran vorbei und dann hängt es in der Luft. Tatsächlich. Ja. Und das andere ist unter der Brücke, hier. Ja. Geil. So. Den nächsten haben wir, meine ich. Nämlich hier die Steintreppe hoch. Und der hängt da oben dran. Den habe ich, glaube ich, getroffen beim letzten Mal. Den hatte ich gefunden, genau. So, und dann gibt es nämlich noch eine kaputte Brücke. Irgendwo ist noch eine kaputte Brücke. Die müsste hier eigentlich irgendwo gleich kommen. Und da ist dann höchstwahrscheinlich das letzte. Und nicht nur das letzte, das allerletzte Item überhaupt. Genau, hier ist dieser blühende Baum. Den habe ich auch noch gesehen. Kommt hier die kaputte Brücke? Ne, das ist ja schon eine Steintreppe. Scheiße. Ah, fuck. Ja, jetzt habe ich wieder verlaufen. Der letzte fehlt natürlich. Also, es war noch einmal eine kaputte Brücke irgendwo. Hallo, Hirsch. Und da war es dann drauf. Okay. Wo ist die eine? Über die eine sind wir ja gerade rübergelaufen. Die meinte ich aber nicht. Das ist die hier. Das ist sie, glaube ich. So, entweder hängt es jetzt oben oder es hängt unten. Wo war das jetzt? Soll ich nochmal drunter gucken? Da! Das letzte Item, Leute! Wir haben die 100%! Wuhu! Also zumindest bis jetzt. Es kommt ja noch der letzte Bereich jetzt. Wir gehen jetzt natürlich nochmal gemeinsam das durch, zur Sicherheit. Aber ich bin der Meinung, wir haben jetzt tatsächlich alles, was wir finden können. So, was mache ich jetzt hier überhaupt? Ich will zurück, ne? Ja. Zum Lagerfeuer, genau. Wir haben alle Upgrades, wir haben alle Sachen. Ich bin der Meinung, das ist so. Dann können wir jetzt nämlich zum letzten Schnellpunkt-Ding... Ja, ich kann nichts mehr ausrüsten, ne? Wir haben alles auf 100, oder? Ja. Aber wir werden jetzt zum Classic-Outfit wechseln. Für, den Schluss der Geschichte. Stimmt. Ja, gut, okay. Schnellreise. Wir gehen jetzt echt auch mal alles ab. So, 100%. 100, 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 100. Heilige Passage. Da müssen wir hin. Geil. Wow. Also, ehrlich gesagt, ist es dann doch jetzt ein schönes Gefühl, das gemacht zu haben. Es hat jetzt auch gar nicht so lange gedauert, finde ich. Also klar, wir haben jetzt ein paar Parts dran gesessen, ohne Zweifel, ne? Ich habe nichts zusammengeschnitten, bin ich der Meinung, oder? Ich glaube, ich habe nichts zusammengeschnitten. Einmal hatte ich es, glaube ich, kurz angekündigt, dann aber doch nicht gemacht, weil es war dann nicht nötig. Und ja, jetzt ist es soweit. Ich glaube, das ist dieser Gang. Ja. Dann kommen wir zu dieser ominösen Tür und da geht es storytechnisch jetzt tatsächlich weiter. Puh, ich bin echt gespannt. Wie wird dieses Spiel enden? Wer wird alles überleben? Ich tippe darauf, dass Lara überleben wird, weil wir werden sie in den nächsten beiden Teilen wieder treffen. Und ich freue mich schon, nächstes Jahr tatsächlich darauf, den zweiten Teil in Angriff zu nehmen. Wenn es sich ähnlich angenehm gestaltet, würde ich da auch die 100% holen. Aber nur, wenn es sich ähnlich angenehm gestaltet. Bin ich jetzt den falschen Weg gegangen? Ja, ich bin den falschen Weg gegangen. Beziehungsweise ich stand, glaube ich, schon vor der Tür und bin dann weggelaufen. Das habe ich toll gemacht. Ja, also ich tippe ja mal ganz stark darauf, dass Matthias der große Endboss sein wird. Beziehungsweise vielleicht im Zusammenhang mit irgendwelchen Gegnerwellen. Oder dass dieser eine von diesen Dämonen da noch dazukommt, dieser komische große Typ. Weil der ist ja nur einmal vor uns weggelaufen, beziehungsweise er ist in die Schlucht gefallen. Ja, hier haben wir gerade angefangen und ich bin weggelaufen. Das habe ich sehr clever gemacht. Okay. Da ist die Tür.
Sagen wir mal. Finale. Gibt's hier noch was zu finden? 0% steht da nur. Ein Lager gibt's zu finden, mehr nicht. Okay, hier gibt's anscheinend nichts mehr groß zu sammeln. Puh. Sieht schon geil aus, ne? Das Kloster. Ja, ist er jetzt ins Feuer gesprungen oder was? Ja, interessant. Ja, ich bin mir halt nicht sicher, ob ich hier noch was finden kann. Laut Karte stand da ja gerade 0%. Es muss einen anderen Weg nach oben. Ja, ja, ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir hier nichts finden können. Und auf der Karte stand nur was von Lagerfeuer. So, dahin muss ich. Ah! Oh, hier gibt's doch noch was. Ich schaue noch mal kurz. Da steht wirklich nur... Da steht nur Lager. Okay. Wird wohl so sein. Da. Zack. Okay. Okay. Nochmal eine kleine Kletterpassage hier. Finde ich gut. So. Und hepp. Okay. Sieht ganz gut aus. Hat ein bisschen was von diesem einen Grab, was wir gefunden hatten, mit den Windfenstern, ne? Also, wo die Fensterläden da auch... Ich hab gedrückt! Och, Mensch. Wo die Fensterläden da aufgeklappert sind. So. Nochmal hoch. Ja, das ist manchmal ein bisschen komisch. Also... Ab und zu klappt das mit den Quadratdrücken dann nicht so. Aber an für sich ist das schon eine geile Methode. Das haben sie ja bei Uncharted 3 dann auch gemacht. War das, nee, oder Uncharted 4. Nee, 4, ne? Ich glaube, im vierten Teil kam das erst, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. So. So. Jetzt sind wir schon mal auf der richtigen Seite. So, das altbekannte Türen-Öffnen-Spiel. Oder auch nicht. Ich habe gedacht, das muss da auf, aber... Hm. Muss ich mit Sicherheit auch so machen, aber irgendwie. Ja. Vielleicht in eine andere Richtung? Danke. Geht doch. So, dann da hoch. Bestimmt gibt es doch mal eine große Kletter-Action-Passage, wo alles zusammenstürzt. Könnte ich mir gut vorstellen. So in etwa. Ich guck gerade. An die Glocke? Tatsächlich.
Hat geklappt. Okay. Lara, Vorsicht! Die Mistkerle kommen in deine Richtung. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Danke, Reyes. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme. Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Ah, ich weiß nicht, ob wir das alle überstehen. Ich glaube nicht. Ich habe Angst um Jonah tatsächlich. Ah, okay. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber cool. So. Kann ich da hoch? Ja. Da fällt doch vielleicht was runter. Ich kenne diese Perspektive aus diversen Uncharted-Spielen. So. Okay. Aha. Danke für den Hinweis. So. Das ist schon geil gemacht. Gefällt mir. Ich sehe nichts. Muss ich runter? Muss runter, ne? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich muss runter. Da unten kann ich mich ja nochmal festhalten. Ja. Oder muss ich rechts lang? Ich muss, glaube ich, rechts lang auf die Statue rauf. Nee, da hoch. Ah, da hoch. Okay. Okay. Ja, das heißt, wir haben hier auch 100%. Mehr gab es hier, glaube ich, nicht zu entdecken. Weil meine Waffen... Ich habe auch alle Waffen komplett voll, ne? Ja. Na gut. Und hab. Puh, wohin denn? Ach, rechts, okay. Wahrscheinlich ist es gerade ein bisschen laut alles, aber ich find's geil. Sehr dramatisch. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ja, ich kann nicht schneller. Toll. Oh. Ah! Ich habe nicht gesehen, dass die Gegner sind. Dich doch! Oh fuck. Uff. Okay. Ah!
Ja, bin ich. Ich war eben überrascht mit dieser Gegnerflut auf einmal in diesem Moment. Okay. Tot. Jetzt duck dich doch mal dahinter! Alter Schwede, Mädel, du machst mich wahnsinnig manchmal.